So Leute, wir sind auf dem Weg zum Battlebären nach Kaiserslautern für das Battlebär X Radio Ravnica Turnier. Das wird mega. Wir spielen Pioneer, Commander, Bingo und Release Ravnica Mastered, also Drafts. Das wird super cool. Wir holen gerade mal noch Robin ab. Gerade mal noch. Also das heißt, wir fahren jetzt gerade von Siegen nach Frankfurt, dann nach Kaiserslautern. Und deshalb sehen wir uns dann gleich wahrscheinlich wieder. Es wird mega. Es haben sich ein paar Leute schon angekündigt. Die werde ich auch alle vor die Kamera zerren. Deswegen, das wird cool. Was macht man in Frankfurt, wenn man noch wartet? Richtig, schmelzt der Steinige. Das hat leider nicht funktioniert, wenn man nach oben sehen kann. Ich bin zwar da, aber Gott, ist die Schlange lang. Das werde ich nicht mehr schaffen und ich muss Robin abholen. Deshalb jetzt auf zum Manu, Robin abholen. Ja, wir haben Robin abgeholt. Hey! 2 Stunden später. So, wir sind angekommen in Kaiserslautern. Ja. Unser Hotel ist so Spuckreichweite zum Battlebär. Schon sehr gut, auf jeden Fall gewählt. Ja, mega, finde ich sehr, sehr cool. Und wir gucken uns jetzt mal den Battlebären an. Ihr kriegt das so ein paar Impressionen mal vom Laden. Weil letztes Mal hier war, habe ich nicht so viel gedreht im Laden. Da ging es ja eher um das Radio Ravnica Pioneer Turnier, was wir selbst ja mit unserer Community organisiert haben. Diesmal geht es auch so ein bisschen mehr um Battlebären. Deswegen wird da auch ein bisschen mehr in der Hinsicht kommen. Bis gleich. So Leute, wir haben früh morgens 7:30 in Kaiserslautern. Da ist mein Hotel und da ist der Battlebär. Da gehen wir jetzt mal hin, schauen uns so ein bisschen an, wie das so abläuft, wie das Turnier läuft. Ich freue mich mega, ich bin mega gehypt. Gestern Abend war schon cool mit den Jungs, noch gerade was essen gewesen. Sehr, sehr viel gequatscht, sehr viel ausgetauscht. Super liebe Leute, also wenn ihr mal an den Battlebär geht. Also ich habe wirklich schon viele nette Leute kennengelernt. So übertrieben nett. Gibt's ein paar, aber nicht viele. Und ja, Kaiserslautern, coole Jungs. Und ich hoffe, das Event wird jetzt auch cool. Ich hoffe, wir sehen ein paar von euch aus der Community vor Ort. Und wenn ja, würde ich mich freuen und würde sagen, wir gehen mal reinschnuppern. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Pioneer sind alle vorangemeldeten Leute da. Das heißt, wir können da direkt loslegen. Wir haben auch schon einige Commander-Spieler. Vielen Dank, dass ihr auch heute an einem Sonntag da seid, nicht nur an einem Donnerstag. Applaus für euch. So, 0-1. Guter Start im Pioneer. Robin ist im Commander spielen, da will ich auch gleich auf jeden Fall noch spielen. Plus, ich will unbedingt draften. Und ja,
Mal gucken, 3-1 dürfte noch Top 4 sein, damit mitspielen können. Mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe dieses Match, Hard Fallen gegen Riesfang, war mega. Mega cooler Gegner, der Gegner war auch mega mit Raktor Sacrifice. Aber meine Streak continued, dass ich in 2024 noch kein einziges Match gewonnen habe. So, ich habe zwar ein Match gewonnen, aber habe dann gedroppt, weil wir ungerade wurden. Jemand anders dann gesagt hat, hey, ich droppe auch komplett. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt jemand anderem den Slot wegnehme und spiele, soll jemand aus der Community spielen. Und dementsprechend kaufe ich mal, ob ich jetzt Commander spiele oder, worauf ich viel, viel mehr Bock hätte, Ravnica Draft. Ravnica Draft wäre mega. Mal gucken, was man so ausmachen kann. Ich habe gedraftet. Ich habe ein Boros-Deck gedraftet. Das war richtig cool. Es war richtig broken. In meinen Augen. Ich habe das erste Spiel richtig krass gewonnen. Das zweite Spiel, ein Boros-Deck funktioniert nicht, wenn du nur Mono-Rot spielst. Und das dritte wurde ich einfach platt kontrolliert von Orzhov tatsächlich. Wenn mein Gegner Kreaturen hatte, war das mein Deck halt nicht gut. Hat aber trotzdem mega Spaß gemacht zu draften und ich guck mal, ob ich jetzt noch eine Commander-Runde hinbekomme. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich probiere es zumindest und schau mal, ob ich irgendwie noch Leute fürs Commander begeistern kann. Auf jeden Fall mega Stimmung, mega coole Leute hier, auch echt viele Leute da. Ist auf jeden Fall geiles Event. Ja, ich habe jetzt hier so einen Booster von Weiß-Schwarz bekommen, das ist so ein Tournament-Pack. Und ich habe gestern beim Essen kurz gedroppt, dass ich Avatar-Fan bin und schon stehe ich hier mit dieser Deckbox und diesem Booster-Pack, also schon ein bisschen crazy. Aber wir gucken mal, was drin ist. Ich habe keine Ahnung von Weiß-Schwarz, aber ich mag Avatar. Sind die Karten denn sehr viel wert? Kann ich die potenziell kaputt machen, wenn ich die unpassend aufmache?
sollte nett sein. Da das Promos sind, sind die so. Geil. Okay, das ist schon witzig. Toph Spa Day, World of Avatar, Earth Kingdom. Ich versuche gar nicht erst zu verstehen, was diese Karte macht. Oh. Zuko und Mai in their own world. Cute. Sehr schön. Das ist cool. So, und da du jetzt den Tournament Pack aufgeöffnet hast, machst du das auch noch auf. Okay. Ganz so schlechtes Gewissen habt. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand mal drauf, dass er das mag. Und ich hab die Box schon mal. Ist großartig. Ich finde es großartig. Ja, es ist wirklich großartig. Also, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Deswegen war ich erst direkt so verwundert. Vor allem, was du drauf siehst, ne? Ja, ey, super. Ja, zum Draften also, gleich. Fürs Draften das wird gleich ein Draft. Fall, ich auf jeden Fall. Ja, das ist ja nochmal die Box. Genau, ist die Deckbox nochmal. Dann hast du noch Sleeves dabei. Die sind hier vorne. Zeig die nochmal ganz kurz rein. Sehr schön. Sehr schön. Richtig cool mit dem. So. Ich liebe auch, weil Avatar muss sich ja ständig anhören, dass es ja quote unquote kein richtiger Anime ist. Ja. Und das sind jetzt die, genau, regulären Booster und einmal nochmal so ein Special Pack. Das machen wir natürlich zum Schluss auf. Wieder. Das ist, diese Folge. Spoiling? Das ist so Konfetti-Foiling irgendwie. Sick. Ja. Aber ich meine, die Textbox, ich weiß nicht genau, was die Karte macht, aber die Textbox sagt doch schon einiges. Dann. Ich dachte, ich hätte es raus, aber. Wie casual im Hintergrund der Black Lotus liegt. Wo? Spiel ich gerade? Ah, oh. Ja, das ist einer der vielen. Ja, einer der vielen halt. Ja. Deswegen liegen die halt so random hier an Arbeitsplätzen. Ja. Hier liegt ja auch am Schreibtisch einfach rum. Kriegt jeder eine. Das ist ein Eintrittsgeschenk. Funkelt es auch ganz schön. Ui, die funkelt aber richtig. Was ist das denn? Chibi-Katara. Die Szene kann ich mich aber nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Coole Sache auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich auf jeden Fall eine ganz gute Selektion an Avatar-Karten. Noch keine Ahnung, was ich damit machen will. So, Leute, ich hab ja schon die ganze Zeit irgendwelche Leute von Battlebären dabei. Wir kommen noch in ein Opening mit Radio Afrika x Battlebär. Und kannst dich selber introducen. Hi, ich bin Daniel und bin einer der Verantwortlichen hier im Battlebär. Yes. Bin natürlich verantwortlich für unseren Webshop und ja. Das heißt, alles, was ihr online so seht, Webshop und so weiter. Alles mein Verdienst. Genau. Manchmal. Außer es ist kaputt, dann ist es wahrscheinlich Verdienst von irgendjemand anders. Ist meistens Danny schuld. So wie sich das gehört. Genau. Wir sind jetzt relativ so, es ist langsam am Abflauen vom Event her. Wie hast du das Event so gefunden? Wie fandest du es? Wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt uns anzuschreiben? Erzähl mal so ein bisschen was. Wie haben wir euch gefunden? Naja, das erste Mal gesehen und wirklich getroffen war tatsächlich in Essen. Ne? Da sind wir ins Gespräch gekommen mit Robin. Da hat der Danny sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und dann haben wir so hin und her geschrieben und ein bisschen gequatscht und geschrieben, hey, was könnten wir tun? Und dann war dieses Ravnica-Release. Ne? Ravnica, yes. Zum Namen Radio Ravnica haben wir gedacht, hey, warum machen wir das so? Das tun wir dann und haben dann dieses wunderschöne Event quasi auf die Beine gestellt. Ja. An sich würde ich sagen, der Tag war wunderschön. Also die ganzen Leute hatten meistens immer sehr viel Spaß. Sie haben viel gelacht, viel gequatscht. Die Pioneer-Events waren für einen von euch zumindest mal erfolgreich. Ja, genau. Robin hat das zweite gewonnen, deswegen
mega. Genau. Glückwunsch an dich nochmal an der Stelle. Und ja, war cool. Grundsätzlich würde ich sagen, war es ein schöner Tag. Mhm. Kann man nichts sagen. Genau. Also das kann ich genauso sagen. Ich habe ja mit einigen Leuten gesprochen und es war wirklich, wirklich mega. Also es waren so viele Leute, die gesagt haben, oh, voll cool, oh, das ist mega. Was super ankam, wir haben beim Commander haben wir diese wunderschönen Achievements, als wäre man vorbereitet gewesen, fast. Hier, die habt ihr vorbereitet, so ein Bingo sozusagen. Das war richtig cool. Das wurde auch super angenommen. Mhm. Das Pioneer war super. Wir haben ja zwei Draft-Gruppen zusammengesetzt. Ja. Das war wirklich cool. Und dementsprechend, das war, also wie gesagt, auch von unserer Seite und ich glaube auch von der Seite der Community, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das organisiert habt. Das war wirklich grandios und vielleicht machen wir ja noch was. Bestimmt. Also was ich von Team BattleBear sagen kann, natürlich vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, die dabei waren. Ne? Weil ohne euch funktioniert das Ganze ja nicht. Und natürlich nochmal Dank an euch, weil namhafte Persönlichkeiten ziehen immer Menschen her. Ja. Und hat wohl funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Das finde ich sehr cool. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Ja. Und dann sehen wir uns später wieder. So, Leute, ich habe mir den Dirk reingeholt. Der Dirk ist unser Head Judge. Und der Dirk war auch schon unser Head Judge in dem anderen Radio Offnika Turnier, was unsere Community veranstaltet hat. Hier im Battle Bear Versus X, nicht Versus, Versus, niemals Versus, Battle Bear X Radio Raffnika Turnier bist du auch unser Head Judge gewesen, gerade fürs Main Event, für Pioneer. Das ist ja auch dein LGS, richtig? Jawohl. Sehr, sehr cool. Wie fandest du es? Du kennst ja die Läden sonst, du weißt ja, wie viele Leute sonst da sind. Sind mehr Leute da? Also ich weiß, dass einige Leute gekommen sind wegen uns, deshalb. Ja, also ich würde schon sagen, für Pioneer waren mehr Leute da als sonst. Ich fand es sehr entspannt, also deutlich entspannter als andere kompetitive Events, die ich hatte. ja, Leute waren alle gut drauf. Das ist halt echt Spaß. Gut. Die hatten anscheinend Spaß. Ja, Preispool war insane. Also es war, ihr habt ein Bild auch mit eingeblendet bekommen mit der Carbon of Souls und jeder hat irgendwie noch einen Lotus Pedal bekommen und was nicht alles, Booster ohne Ende. Es war insane. Hast du ein bisschen was von dem Commander mitgekriegt, von diesem Bingo Commander? Ganz wenig. Du hast deinen Job gemacht. Ja, ich verstehe schon. hat der Michael erfüllt. Genau, da war ein zweiter Judge da, der auch mit unterwegs war. Das war sehr, sehr cool. Deswegen nochmal vielen Dank auch an die Judges, die hier da sind und die alles machen. Und ja, deshalb vielen Dank. War sehr cool. Wir gehen jetzt weiter, gucken uns noch ein bisschen was um. Und ja, am dritten sehen wir dich auch. Ich habe jetzt einfach gesagt, dritten Event macht er auch Head Judge, egal wo wir das machen. Und ja, kriegen wir hin. Ah ja, bevor ich es vergesse, Dirk, hast du einen Podcast? Ich habe einen Podcast. Genau, über Marvel Champions. Ist ein cooler Podcast. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt man drauf gucken, wenn ihr Marvel Champions mögt, könnt ihr den Mann damit. Wir machen auch bald eine Con. Sehr, sehr geil. Ja, Robin. Langer, langer Tag. Wir sind wirklich gegen Ende. Wir haben jetzt 8 Uhr. Wir sind fertig. Also es ist wirklich jetzt praktisch 10 Stunden. Für uns ja ein bisschen länger. Durchgehend Magic, durchgehend Party, durchgehend geile Leute. Also es macht ja auch Spaß. Also es ist mega. Aber jetzt so gerade in der letzten Runde, wir haben jetzt eben noch eine Runde Commander mit Tim und... immer ein Fehler. haben wir noch gespielt und da habe ich auch in den letzten Zügen auch so gemerkt, so, ich starre auch nur auf meine Karten und so. Ja. Ach so, ja, mein Zug, ja klar. Ja. Also irgendwann ist auch einfach die Luft raus, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr mega. Hammer mega Event, gut. Wirklich. Und ich fand's wirklich cool. Also es war super, vielen Dank nochmal an BattleBären. Ja. Es war wirklich, wirklich krass. Was sind deine Highlights? Meine Highlights? Das Event. Ja, okay. Ich mach's jetzt einfach. Nee, es war wirklich cool. Also mein Highlight war, ich habe mein allererstes und einziges Spiel in 2024 bisher gewonnen. Ey, und nice. Ich habe eine Menge Magic gespielt. Ich habe irgendwie 30 Runden Magic gespielt und ich habe eine davon bisher gewonnen. Immerhin, also, jetzt geht es wieder bergauf. Ja, nee, danach ging es ja wieder bergab. Ja, okay. Dementsprechend, mal gucken, wo das Jahr hinführt. Und ansonsten, wie gesagt, Highlight, generell hier zu sein mit den BattleBären, was du meinst. Mega cool, krass. Mega cooler Laden. So viele Leute, die auf uns zugekommen sind. Ich habe am Ende, also die letzten Unterschriften, die ich gemacht habe, es tut mir bis jetzt leid. Ich war so am Zitter, weil ich echt irgendwann einfach meinen Namen nicht mehr schreiben konnte. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt 9 Thalias unterschrieben, 6 Playmats, eine Ossification,
Ein paar Basic Lanes, ja. Also Wahnsinn, das ist cool. So cool, wie Leute auf uns zukommen. Vielen Dank an euch da draußen. Ja. Das ist wirklich, wirklich mega. Und ja, also das Event war der Hammer. Es hat mega Spaß gemacht und hoffentlich machen wir das nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ja. Also gerade so Pioneer, Commander, Draft. Ich finde Legacy auch, ne? Ja, bei Legacy können wir wirklich gerne nochmal Legacy machen. Side-Event, 8 Mann, passt. Genau, und weil ich meine, im Endeffekt, wir hatten jetzt einmal 16 Leute Pioneer, ja. Beim zweiten waren halt auch in Anführungszeichen nur 8, aber es war ja auch schon trotzdem gut, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Ja, ja, also genau. Viele Locations, wo es gar nicht zustande geht. Selbst auf der MagicCon in Barcelona saß ich ja irgendwie. Ja, da. Das war irgendwie mit Pioneer spielen? Nein, okay. Ja. Also Side-Event, Legacy, Main-Event, Pioneer. Das ist schon cool, glaube ich. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Total. Und ich bin gespannt, wo es uns beim nächsten Radio auch Mika hinschlägt. Es wird mega. Und ich muss sagen, ich bin platt, ich habe Hunger. Ja. Wir gehen jetzt gleich was essen, richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alle anderen Eindrücke, wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Podcast drüber reden. Safe. Oder schon drüber geredet haben, wenn ich langsam bin. Davon gehe ich nämlich aus, dass das Video nicht nächste Woche online kommt. Dementsprechend werdet ihr ein bisschen... Könnt ihr dann ein videoschreibendes Video finden, wo wir... Das Event war so gut, es ist zeitlos. Ja, genau. Das muss jetzt nicht diese Woche forever. Ja, egal. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da waren, an alle Leute, die vom BattleBear uns unterstützt haben, an dich natürlich. Ja, auch an dich. Und ja, ich denke tatsächlich, das war ein sehr, sehr gelungenes Wochenende. Und ich freue mich auf die nächsten Aktionen, die wir zusammen machen. Ja. Und es wird cool. Geil wird's. Gut, wenn es gefallen hat, unten Daumen nach oben da lassen, Video liken damit, Abo da lassen, beim Robin vorbeischauen, abonnieren, Glocken anmachen, ich weiß nicht, was es sonst noch alles gibt. Ihr könnt Radio Ravnica bewerten auf Spotify. Genau, ihr könnt einfach mal Radio Ravnica bewerten, reinhören natürlich auch sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Instagram, X, alles Facebook, Threads. Hast du schon Threads? Nee. Das ist ganz weird. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für alles. Und nochmal diesen Punkt. Danke an meine Patrons. Das ist für mich eine Riesenunterstützung. Ja. Und das hilft mir immens, wenn ihr da auch irgendwie Interesse dran habt. Auch das in der Beschreibung könnt ihr schauen. Patreon, wenn ihr mich unterstützen könnt oder wollt, dann wäre das sehr, sehr cool. Und wenn nicht, dann wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, alles anschauen. Das ist großartig. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ja, wir haben Applaus für Pascal Wolf mit ungekochtem Riesenlein. Einmal das ist schon. Come on, Pascal!